Hallihallo mal wieder. Jetzt mal wieder endlich was aus der Natur. Andauernd Technik ist ja auch langweilig. Und zwar geht es heute um das Avocado-Bäumchen hier. 2009 habe ich das gesetzt. Da habe ich so einen stinknormalen Avocado-Kern genommen, wie man es so aus jeder Avocado kennt. Und habe eine in so Rindenmulch und das halt ein bisschen feucht gehalten, in eine kleine Abdeckung drüber, aus durchsichtigem Plastik. Und dann habe ich das so 3 Monate stehen lassen. Das hat schön vor sich hingeschimmelt und alles. Aber nach 3 Monaten ist dann wirklich ein Avocado-Bäumchen rausgekommen. Also ich habe nicht die Originalanleitung genommen mit Anritzen und auf Spieße machen. Und ach, hast du nicht gesehen, was sich da die Leute einfallen lassen? Also einfach reingesteckt, feucht gehalten, gewartet, mich nicht geekelt und dann vertraut. Ja, und dann hat es geklappt. Der ist die ganze Zeit so gewachsen, dass er oben dran 2, 3 Blätter hatte. Ne, die letzten Blätter sind dann immer so hier abgefallen dann mit der Zeit. Und dann ist er ganz langsam gewachsen. Ne, 2009, jetzt haben wir 2016, ein paar Jährchen her. Und vor 2 Monaten war es gewesen, genau. Da habe ich mir gedacht, naja, andauernd nur Wasser nachgießen. Und hier in der Erde ist ja gar kein Dünger drin. Ne, da muss er auch irgendwo Nährstoffe herkriegen. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir irgendwas kaufe dafür. Und dann habe ich an das Video vom Kettwiesel gedacht, vom Knutschfisch Kettwiesel. Schöne Grüße an der Stelle. Als er mal gezeigt hat, dass er in seinem Garten sein ganzes Zeugs mit seiner Pisse gießt. Ne, also nicht direkt 100% Pisse, sondern halt 5 oder 10%. Und das mit Wasser verdünnt. Und das habe ich hier auch mal ausprobiert mit dem Hintergedanken, dass ja die Natur dann am besten weiß, welche Stoffe ich brauche und dann dementsprechend auch die Pflanzen wachsen lässt, die Medikamente wachsen lässt, ne, die Symptombehandlungsmittel und na, ich vertraue der Natur halt mal. Und jetzt ratet mal, ab wann ich da gegossen habe.